Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Goal Nummer 2. Ich bin gespannt. Goal Nummer 1 war ja erstaunlich gut, vor allem grafisch. Mal schauen, was soll schief gehen? Goal 2, noch nie gespielt. Jetzt das erste Mal mit euch. Optionen brauchen wir nicht. Super gegen CPU. Einer gegen Computer, das bin ich. Immer. Was ist super? Super Cup. Egal. Ich bin. Was nehmen wir denn da? Da muss man sich schon wieder für ein Land entscheiden. Ich nehme da irgendwas. Was ist denn was? Wo muss man nicht gut spielen können? Ich glaube, Brasilien ist ganz okay, oder? Gibt es Österreich? Ich kann gegen Österreich spielen. Ja, Österreich gibt es sehr gut. Ich habe ein bisschen eine Chance. So, gut. Aufstellung. Gut, Aufstellung kann man auch machen. Ich hätte eigentlich gerne mehr Verteidigung und weniger Spitze. 4-4-2. Ich glaube, das entspricht meiner Spielweise. Sehr gut. So, gut. Brasilien gegen Österreich. Er wird gewinnen. Oh, spannend, spannend. Gut. Aha, interessante Grafik. Münze wird geworfen. Das gab es beim ersten Teil auch noch nicht. Eine Aufstellung gab es beim ersten Teil auch noch nicht. Ich möchte den Ball haben, bitte. Kick off! Ja, das Passen funktioniert schon besser anscheinend. Naja. Wo ist mein... Oh, gibt's eine andere Ansicht jetzt? Boah, das war irgendwie... Ich dachte, ich habe ihn noch nicht und wollte irgendwie freuen. Okay. Nein, 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 nein! Gut, gerade noch. Abschuss. Schlechter Schuss. Ah, oh, daneben. Daneben gehüpft. Österreich führt. Wahnsinnsanimation eigentlich. Haben sie sich was geleistet? Super Pixel-Animation. Und der spielt direkt auf den Gegner zu. Warum auch immer er das tut, man weiß es nicht. Geht doch zum Ball. Geht doch zum Ball. Und dann. Was vor? Ah, der fault mich. Fault ihm. In den Ball. Scheiter Ausschuss. Wo ist mein Maxo? Der Ball, der schießt irgendwie immer zum Gegner, kommt mir vor. Was war das für ein Duschenausschuss eigentlich, bitte? Also. Da ist wieder niemand. Niemand ist hier. Warum nimmt er nicht den Ball ab? Was muss er denn hier machen, um den Ball zu kriegen? Warte, ich krieg ihm einfach nur auf den Schädel den Ball. Der nimmt ihn nicht an. Dann nehme ich den Ball an. Okay, Foul. Frechheit. Abseits, okay. Ach, extra Grafik eingespielt. Super. Jetzt gehen wir mal gescheit vor. Ja. Gut, schon mal anderen rein. Und der schießt ja irgendwo hin. Warum schießt er so hoch? Der Schloss da schießen der. Okay. Und gescheiten Ausschuss machen, ja.
Ball ab, come on! Geh bitte! Aber wie unfähig sind die Österreicher eigentlich? Ich bin selber Österreicher, um es dazu zu sagen. Also, ich darf da ruhig ein bisschen mit der eigenen Mannschaft schimpfen. So. Warum kriegst du nicht darauf, du Pansy? Habe ich geschossen? Ah, wieso, wo passt der hin? Bitte. Ja, schießt mir einfach mal direkt den Pass zum Gegner. Komm schon. 2:0 für Österreich. Juhu. Ich meine, ich bin ja Brasilien. Ja, ihr wisst schon, ich hab's nicht so mit Fußball. Und ich kann da jetzt einfach. Muss ich einfach nur nahe zu dem Spieler hingehen, um ihm den Ball abzunehmen, vielleicht? Ja, das ist gut gemacht. Jetzt gehe ich mal bis vor. Der Hoffnung, dass die Österreicher nicht schnell genug sind. Ja. Ja. Ah, sehr gut. Aber gut, vom Ball abnehmen muss man anscheinend nichts machen. Man muss nur in den Gegner reinlaufen. Das habe ich jetzt verstanden. Ein bisschen gedauert. Ich drücke auf Passen und der. Geh komm! Die eine steht doch im Wirklich. Gibt gerade voll die Action ab. 2 Meter neben mir, aber ich bleib einfach stehen und. Ah, ja. Also über die KI kann man ja echt streiten. Hey. Da steht schon wieder niemand da hinten. Was soll das? Hey, da grätscht mich schon wieder einer rein. So, dann du nimmst den Ball da. Wieso passt er nicht? Ach Gott. Ich bin so schlecht. Animationen sind schön, hätte ich damals voll gefeiert, das Spiel. Damals immer gezockt. Ich glaube, es war am Super Nintendo International Superstar Soccer. Hat ein Kumpel von mir bis zum Erbrechen gezockt. Na geh bitte. Lässt er einfach den Ball liegen. So, was muss ich machen? Wie kann ich weiter vorgehen? Wie kann ich jetzt den da den Ball geben da? Ich möchte genau den möchte ich den Ball geben. Geht nicht. Versucht beim nächsten Mal mit B. So, dir möchte ich den Ball geben da. Komm her. So, dann. Du kriegst den Ball. Hätte fast funktioniert, aber er hat mich genommen. Ich weiß nicht, ich komme mit der Steuerung nicht zurecht. Vielleicht reicht auch einfach 10 Minuten nicht, um es zu checken. Aber A ist doch eigentlich passen. Wenn ich relativ sicher, dass A passen ist. Geh weg! Das für ein Schuss. Schießt ein Millimeter schießt er. Kommt anscheinend drauf an, wie lange man am Knöpfchen bleibt. Halbzeit, 6:0 in der Halbzeit. Wo sieht's schon aus? Gibt's da keine Halbzeit? 6:0 für Österreich. Das wird's in echt, glaube ich, nicht geben. Jetzt muss ich in die andere Richtung spielen. Ja,
Das habe ich auch fein gemacht. Nein! Und da steht schon wieder keiner. Ich hätte mir das Schwächere aussuchen sollen aus Österreich. Mal gescheit nach vorne gehen. Dann richtig fetten Ausschuss. Richtig fetter Ausschuss? Gerade mal bis zur Mittellinie. Come on. Was tut für ein Goalie? Ich kann irgendwie keine Bälle annehmen, kann ich mir vor. Der Computer hingegen schon. Angeschlafen. Na, ich sag's nicht. Ich komme mit dem Spiel nicht zurecht. Und ich bin einfach kein Fußballfan. Was soll's? Ich breche ab, es bringt ja nichts. Es ist ja einfach sinnlos. Kann man sicher spielen, war damals sicher ein Wahnsinnsspiel, aber ich komme mit dem Spiel nicht zurecht. Zumindest nicht innerhalb von 10 Minuten. Ich glaube, da müsste man sich ein bisschen mehr reinfuchsen, wie das mit der Ballannahme funktioniert und mit dem Passen. Ja, werde ich aber jetzt nicht machen, natürlich. Werde ich jetzt nicht machen. Ich sage danke fürs Zuschauen und danke, dass mein Endscreen nicht funktioniert. Ah, was soll denn das schon wieder für ein Mist? So, Endscreen da. Unten abonnieren, da drüben könnt ihr gleich weiterschauen. Wenn ihr große Fußballfans seid, dann gebt mir mal ein Like und ein paar Kommentare, welches das beste Fußballspiel ist am NES. Das will ich gerne wissen. Ist es immer noch World Cup vom NES oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Das war schon ziemlich gut. Nur ich kann es halt nicht. Tja. Wie auch immer. Ciao, Leute. Ciao.